Filmset? Traumlandschaft? Paralleluniversum? Es ist mitten in der Nacht, aber Phil Herold arbeitet in seinem Atelier, schläft tagsüber. Er macht sein Ding, trotz unheilbarer Muskellähmung. Die konnte ihn noch nie bremsen. Mir wurde immer wieder gesagt, dass das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass es halt doch irgendwie funktioniert. Ja, es geht immer. Auch wenn er 16 Stunden am Tag künstlich beatmet werden muss und nur noch einen Finger bewegen kann. Mit dem steuert Phil einen Joystick und kreiert so futuristische Pop-Art-Kunst. Knallig und lebensbejahend, wie er selbst es ist. Dabei gaben ihm die Ärzte nur 3 Jahre, maximal, und auf jeden Fall Pflegeheim. Heute ist er 38, reist um die Welt und zählt Sting, Rapper Snoop Dogg und die Stones zu seinen Freunden, die auch gern mal nachts spontan vorbeischauen. Und da hat sich in der Leben, dass die Rolling Stones in der Nacht unbedingt die Ausstellung sie anschauen wollten. Und wir haben dann irgendwie den Nachtwärter bekehrt. Und der Ronnie und der Chris hatten sich irgendwie beide in dasselbe Kunstwerk verliebt. Und da gab es einen riesen Streit, wer jetzt dieses Kunstwerk bekommt. Keith Richards hat gewonnen und Ron Wood sich eben einen anderen Phil Herold ausgesucht. Das klingt jetzt alles nach einem sehr glamourösen Leben. Die andere Seite allerdings, er hat 24 Stunden am Tag einen Betreuer bei sich. Seine Eltern kämpften eigentlich immer für irgendetwas, einen Rollstuhl, dass er auf eine normale Schule gehen konnte. Auf Kindergeburtstagen wurde Phil nicht eingeladen, weil die Kinder wegen seines Anblicks traumatisiert werden könnten. Trotzdem, Phil ist Menschenfreund geblieben. Ich war auf jeden Fall Leben um mich herum. Keine Stadt, wenn es passiert und alles. Und ich finde euch also wirklich im Sommer ist auf jeden Fall super. Im Winter darf er sich nicht lange draußen aufhalten, seine Finger könnten einfrieren. Aber Phil will unbedingt einen Freund besuchen und sein neuestes Werk präsentieren. Seine Autobiografie. Bigger than life. Nichts kann dich am Leben hindern. Okay. Phil für mich ist ein Riesenmotivator, wie er sich durchs Leben kämpft und wie er die Motivation nicht verliert. Letztes Jahr hat er 2 Lungenentzündungen nur knapp überlebt, sollte sich eigentlich schonen. Aber das ist Phil egal. Am Ende seines Buches schreibt er: Ich habe in meinem Leben den absoluten Sechser gezogen, mit Zusatzzahl. Bin König einer fantastischen Welt, meiner Welt.